Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zu dem versprochenen Unboxing des Starter Packs / des Hardcover Albums. Hier enthalten sind drei Stickertütchen und natürlich das Album, das Hardcover Album. Das Ganze kostet, ja, wie mache ich das jetzt hier? Nur 9,95 Euro. Also ich finde ein bisschen teuer, aber das Album lohnt sich natürlich. Das normale Album hätte man gratis bekommen können. Weil das war halt in so einem Zeitungsladen und da war das normale Album gratis. Hätte ich mir jetzt mitnehmen können, aber ich wollte natürlich das hochwertige Hardcover-Sticker-Album, was viel, viel besser ist als dieses Soft-Gedönse. So, hier haben wir das. Richtig geil. Und hier oben ist schon eine Delle drin. Was soll das? Was soll das? Nein. Okay, das kann man wieder hinbiegen, alles klar. Okay, Panini, sonst hätte ich einen Diss-Track gegen Panini gemacht. Ne, Spaß beiseite. Ich mach mal. Ui. Alles klar, es gibt Leute exklusive Sticker nur für kurze Zeit ab 15.04. nur bei McDonald's. Ich hoffe mal, es war einigermaßen zu erkennen. Unsere Aktion der EM-Helden. Okay, muss ich doch zu McDonald's gehen. Eigentlich will ich nicht. Und dann geht's hier los, ganz normal. Mit dem Album. Und wo haben wir? Düm, 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 düm. So, zack, der Spielplan. Die Stadien. Logos, alles klar, so sieht das aus. Eigentlich wie immer. Dann haben wir hier noch die Starting 11, also die Start 11, das sind die Duo-Sticker, die es immer gab. Diese kleinen Sticker. Aber ansonsten, ja, das geht halt so weiter mit den einzelnen Mannschaften und insgesamt. Ui, stell dir deine Stammelf zusammen. Mach mit Coca-Cola dein Album voll. Mit jedem 4x 1,5 Liter Aktionsmultipack erhältst du 3 von 24 Coca-Cola-Stickern sowie 2 Panini-Stickern. Okay. Und insgesamt gibt es, Leute, ich sehe es gleich. 680 Sticker. Richtig cool. Ich freue mich schon, wenn ich da mein ganzes Display geöffnet habe. Es werden immer wieder mal ein paar Stickertütchen kommen und ich dann ein riesen Mappen-Update mache, beziehungsweise euch zeige, wie ich über 500 Sticker einklebe wahrscheinlich. Das habe ich mir vorgenommen. Auf jeden Fall kommen wir jetzt hier noch zu den drei Stickertütchen, die hier noch drin lagen. Also muss ich zu McDonald's gehen und ich muss mir Cola-Flaschen kaufen. Also für Alf ist das kein Problem, für den Pepsi-Puschen, aber ich trinke eigentlich keine Cola, aber ich möchte die Cola-Sticker haben. Thomas, Subochan, dann Oliver, Giroud und Griezmann, Babakan von Istanbul, Basak, Çekir, okay, Miguel Veloso und dann noch das England-Logo. Weiter geht's dann mit dem zweiten. Zack. Hier haben wir Martin Harnik, wie sieht denn er aus? Böp. Island Duo Sticker, nämlich, na, der Schaff, Halldorson und Sevarson, Ben Davis, Kutscher und dann noch ein Schwede, Markus Berg. Markus Berg, der hat auch mal in der Bundesliga gespielt beim HSV. Und jetzt aktuell bei Panathinaikos in der griechischen Liga. Luke Shaw, Juan Mata, McGovern, Duo-Sticker von zwei Portugiesen, William Carvalho und Miguel Veloso und dennoch Thomas, Jan Vertonghen, der bei Tottenham spielt. Möp. Jan Vertonghen, oioioi, Belgier. Die Belgier darf man nicht bei der EM unterschätzen, sage ich immer wieder. Auf jeden Fall war es das jetzt hier mit dem Hardcover-Sticker-Album. Wie gesagt, ganz normal sieht das aus, bloß meiner Meinung nach hochwertiger und viel besser als das Soft-Album. Also halten wir fest, wir müssen zu McDonald's gehen und Cola-Flaschen kaufen.
und sehr viele Displays, um dieses Album vollzubekommen, weil es 680 Sticker gibt. Auf jeden Fall sehen wir uns morgen wieder bei einem weiteren Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, würde ich mich über ein paar Däumchen nach oben freuen. Haut da rein. Tschüssikowski.